Hallo, suchst du auch das Patentrezept für ein erfülltes und glückliches Leben? Ich habe das auch lange gesucht, aber ich glaube, wir wissen alle, das gibt es nicht. Aber es gibt tatsächlich ein paar sehr wertvolle, nicht ein paar, viele wertvolle Tools, die dir dabei helfen können, mit den Herausforderungen des Lebens leichter umzugehen. Eines davon ist ganz sicher die Meditation und für mich ein wertvoller, nicht mehr wegzudenkender Teil meines Lebens. In der neuen Podcast-Folge von Aloha Anders Leben ohne Angst habe ich dir eine Meditation für dich zusammengestellt, wo du mal in der Stille nachspüren kannst, wie es dir damit geht und üben kannst, dieses Werkzeug auch für dich zu verwenden. Viel Freude bei der neuen Folge, die ich dir gleich im Anschluss an dieses Video dranhänge. Alles Liebe, deine Margrit. Hallo und herzlich willkommen zu Aloha, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margrit Hanunkur und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es um ein richtiges Herzensthema von mir. Es geht um die Meditation und die Meditation ist für mich persönlich zu etwas ganz, ganz wertvollem und wichtigen Teil meines Lebens geworden. Und ich weiß aber auch, dass es manche zuerst einmal abschrecken kann, weil es scheint ein neuer oder der neue Trend zu sein. Aber neu sind Meditationen ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Meditationen bedeutet, nach innen zu schauen, seinen Blick nach innen zu richten, aus dem zu schöpfen, was bereits in uns ist, was schon da ist. Allerdings, wenn wir eben Probleme und Sorgen oder auch Ängste haben und wir dann Sätze hören, alles ist bereits in dir, da hat sich zumindest bei mir früher immer alles zusammengezogen und ich habe mir gedacht, ja klar, mein Problem ist so offensichtlich im Außen oder mit einer Person verbunden. Warum soll ich da alles in mir selber finden und auch lösen? Deshalb habe ich lange nicht hingesehen. Also ich habe mich fast ein bisschen gewehrt, wirklich zu mir zu schauen, weil ich gefunden habe, wenn das Außen oder die Person meinen Schmerz, meinen Ärger oder meine Wut verursacht, dann sollen die das auch verändern. Zum Glück hat sich diese Einstellung von mir geändert und ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin für den Moment, an dem ich beschlossen habe, wieder zu mir zu schauen. Und wenn ich etwas anders haben möchte oder ich anders fühlen möchte, nur ich es sein kann, die verändern darf und die auch verändern kann. Und da ist die Meditation für mich eines der wichtigsten und stärksten Tools geworden, die ich tatsächlich täglich, ja manchmal sogar mehrmals täglich nutze, um den Schatz, der in mir liegt, wieder zu entdecken. Und auch, wenn es gebraucht ist, auf die verletzten Anteile Licht zu werfen und auch ihnen liebevoll zu begegnen, um sie dann annehmen oder im besten Fall auch heilen zu können. Und durch die Meditation ist es mir tatsächlich auch möglich, mich mit meinem Inneren, mit meinem weisen Ich so zu verbinden, dass ich auch um Rat fragen kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir niemanden mehr um Rat und Hilfe bitten dürfen. Überhaupt nicht. Das ist wichtig und gut. Wir müssen nicht alleine durch alles durch. Und ich bin unendlich dankbar, Freunde und auch Wegbegleiter in meinem Leben zu haben, die mir in Situationen der Verzweiflung oder Angst zur Seite stehen. Mich aber auch wieder daran zu erinnern, was alles in mir steckt. Weil das ist das, was wir dann meistens gar nicht mehr sehen können. Wenn du auch Lust hast, wieder deinen Schatz zu heben, dann kann ich dir von Herzen empfehlen, dich wieder mit dir zu verbinden. Denn du wirst sehen, wenn du die Meditation in deinen Alltag integrierst, wirst du ganz neu mit den Themen, mit den Herausforderungen, die dir das Leben schickt. Und es wird dir immer wieder diese Herausforderungen schicken, ganz anders umgehen kannst, als wenn du immer das Außen verantwortlich machst und die Angst und die Sorge dann immer größer werden und dich auch letztendlich lähmen, loszugehen.
Aber auch hier gilt es wieder wirklich Schritt für Schritt im eigenen Tempo. Und wenn ich sage, wieder zu sich zu schauen, heißt das nicht, sich dabei nicht begleiten zu lassen. Das macht sogar durchaus Sinn. Denn, und ich habe das auch schon öfters gesagt, wir haben uns über die Jahre und durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, eine ganz gute Schutzschicht zugelegt, haben Glaubenssätze gefestigt, die wir vielleicht selbst und alleine gar nicht mehr in Frage stellen. Das sind dann meist Sätze, die mit »so bin ich eben« oder »das ist eben so«, »ich habe schon alles versucht, es geht einfach nicht« enden. Und bei diesen Sätzen kannst du gleich hellhörig werden, weil da gilt es dann genauer hinzuschauen. Und wie gesagt, das ist eben alleine nicht so einfach, weil wir uns ja diese Frage dann gar nicht stellen. Weil für uns ist der Satz, so ist es, das habe ich schon versucht, das kann ich nicht verändern, so fest, dass wir es eben nicht hinterfragen. So, und jetzt zurück zur Meditation. Wenn du dann noch nicht so vertraut bist, dann möchte ich dich heute zu einer eher stillen Meditation einladen, in der du schauen kannst, was es denn überhaupt mit dir macht, in der du spüren kannst, wie dein Körper darauf reagiert, wenn du mal einfach in Ruhe da sitzt und nichts tust. Dann kannst du schauen, welche Gedanken und Gefühle hochkommen, einfach mal nur ins Wahrnehmen zu gehen. Und wenn ich sage, die Meditation eher in der Stille, dann meine ich, dass wir diesmal keine geführte Meditation zu einem bestimmten Thema machen, sondern ich dich zu Beginn schon anleite, in die Entspannung zu kommen und dann dich für eine Zeit lang, also ohne dass ich jetzt rede, begleitet von der Meditationsmusik, du dich einfach mal mit deinem Inneren verbindest und wahrnimmst. Und solltest du den Podcast unterwegs oder beim Autofahren hören, dann mach die Meditation, die jetzt gleich kommt, bitte zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn du zu Hause bist, dann find jetzt für die Meditation einen für dich bequemen und ruhigen Platz, an dem du für die nächsten Minuten ungestört sein kannst. Du kannst dabei sitzen oder auch liegen. Wenn du sitzt, dann verbinde deine Füße gut mit dem Boden. Komm gut bei dir an. Du kannst auch nochmal deine Schultern hoch zu den Ohren ziehen und sie dann nach hinten hinunterrollen lassen, so dass du gut und aufrecht sitzt. Lege deine Hände auf deine Oberschenkel ab oder leg sie in deinen Schoß. Wenn du liegst, lass sie einfach entspannt seitlich liegen, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn deine Augen noch nicht geschlossen sind, dann kannst du sie jetzt schließen. Und auch die Muskeln rund um deine Augen entspannen. Entspanne deine Stirn. Entspanne deinen Kiefer. Wenn du hier eine Anspannung wahrnimmst, dann kannst du deinen Mund leicht öffnen. Und während du hier sitzt oder liegst, dann lege deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen Atem. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Atme tief ein und aus. Tief ein und aus.
ein und aus. Richte jetzt deinen Blick nach innen und verbinde dich mit deinem Herzen. Dazu kannst du dir vorstellen, wie du mit jedem Atemzug helles, klares Licht in dein Herz einatmest und mit jedem Ausatmen dieses Licht in deinen ganzen Körper schickst. Und ich werde dich jetzt für die nächsten Minuten in der Stille lassen. Und sei du einfach nur Beobachter. Nimm wahr, welche Gedanken hochkommen. Bewerte sie nicht. Beobachte nur. Nimm wahr, wie dein Körper reagiert. Wie fühlt es sich an? Auch hier bewerte nicht und du musst nichts damit tun. Nimm die nächsten Minuten nur wahr.
So, und lege jetzt zum Abschluss deine Hand oder auch gerne beide Hände auf dein Herz. Atme nochmal helles, klares Licht ein. Und beim Ausatmen schicke dieses Licht in jede Zelle deines Körpers. Und wenn du soweit bist, dann komm in deinem Tempo zurück ins Hier und Jetzt. Öffne deine Augen, streck dich gut durch, nimm deine Hände wahr und spür deine Füße am Boden. Willkommen zurück. Schau, dass du gut wieder hier ankommst. Wenn du willst, kannst du dich auch gerne am ganzen Körper abklopfen. Das hilft immer, um wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wie es dir in der Meditation gegangen ist. Was war deine Erkenntnis? Was waren deine Erfahrungen? Das kannst du gerne als Kommentar schreiben. Wenn du mir noch nicht folgst, findest du mich unter meinem Namen Margrit Hanonkur Coaching auf den diversen Social Media Kanälen wie auf Facebook oder Instagram, bei YouTube. Den Podcast, den gibt es ja auch auf Spotify und iTunes, und auch da kann man Kommentare gerne hinterlassen. Und natürlich findest du mich auch auf meiner Website unter www.hanonkur-coaching.com. Da kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder dich für den Newsletter eintragen. Da gibt es dann auch gleich ein kostenloses E-Booklet dazu. Ja, ich freue mich, wenn du mir schreibst und wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, wenn es heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Bis dahin, alles Liebe, deine Margrit.